Am Samstagnachmittag befuhr ein 25-jähriger Pkw-Fahrer die L728 aus Richtung Netphen-Herzhausen kommend in Richtung Siegen. An der Einmündung der L728 zur K7 beabsichtigte er nach links in Richtung Netphen abzubiegen. Hierbei missachtete er den Vorrang eines entgegenkommenden Pkw. Beide Fahrzeuge stießen im Einmündungsbereich frontal zusammen. Der Unfallverursacher wurde leicht, seine 24-jährige Mitfahrerin schwer verletzt. Im entgegenkommenden Pkw wurden der Fahrer, ein Mitfahrer und eine Mitfahrerin schwer verletzt. Zwei Kinder im Alter von 2 und 6 Jahren, die ebenfalls im Auto saßen, wurden schwerst verletzt und mussten mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen werden. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 17.000 Euro. Während der Unfallaufnahme war die Landstraße fast 2 Stunden voll gesperrt.